Schnell, Lobo! Kommt her und kämpft! Das ist Samurai! Was dient, Samurai? Seid ihr frei. Das kann ich euch niemals vergelten, Fürst Sakai. Das müsst ihr auch nicht. Sagt mir nur, wie haben sie euch erwischt? Ich war unterwegs auf der Suche nach Hilfe. Doch ich sehe nachts nicht gut. Ich habe die Mongolen am Weg erst bemerkt, als es schon zu spät war. Wenn sie noch dort sind, erledige ich sie. Geht. Ihr seid frei. Ich will sehen, was der mächtige Samurai kann. Ja! Zeigt mir, was ihr könnt! Los jetzt, Nobu!
ich überlebt haben. Eure Klingen! Wir werden heute auf dein... Masako! Jean! Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Kommt, ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht, dort drüben. Einer eurer Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet.
Masako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ein Kikuchi-Banner. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Eins unserer Banner. Ein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Aber meine Kinder sind tot. Ich lebe. Das ist das Schlimmste, was ich sage. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Hier! Sind sie! Verdammte Mongolen! Hilf mich,
Vorsicht! Da könnten mehr sein! Sie kommen den Hügel rauf! Da, im Gras! Schaut! Hinter den Bäumen! Sie lassen nicht nach! Ich glaube, das war's. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass ihr nun Frieden hat. Wie sie alle. Wir sehen uns in Toyotama. Ich muss noch einige Verschwörer finden, bevor ich mich ausruhen kann. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako.
Hier rüber, schnell. Masako. Wie lange seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden. Wir müssen uns verstecken. Hier lang. Angeblich soll Omura nach Umugi reisen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier. Wartend. Von hier überblicken wir alles. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist schließlich 20 Jahre her. Ihr kanntet ihn. Er belieferte unseren Clan. Aber er hinterging uns. Er behauptete, dass mein Gemahl ihm nicht genug zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Behaltet jetzt die Straße im Auge. Und macht es euch bequem. Könnte eine Weile dauern. Masako, da. Männer auf dem Weg. Sie sehen aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 Jahren. Sind sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugeben. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Umugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihnen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links, ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben, sonst werdet ihr gesehen. Na, undankbare kleine Ratte. Zu arrogant, mir bei der Drecksarbeit zu helfen. Aber mir beim Geld ausgeben helfen wollen, wenn ich reich sein sollte. Ganz nasse Füße. Ah, diese Straßen sind furchtbar. Ich habe die Familie getroffen. Der alte Adachi ist tot. Sein Clan auch. Kippei findet mein Tun schändlich. Aber er weiß nicht mehr, was Adachi uns antat. Dir antat. Bis zum Morgen werde ich genug Geld haben, um tausendfach aufzuwiegen, was sie dir genommen haben. Vater ist stolz auf mich. Wieso auch nicht? Kipe weiß ja nicht, wovon er redet. Ich bekomme noch Schwimmen heute. Wenn ich erstmal reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Endlich! Ich brauche einen Trunk. Ich habe gesagt, ihr sollt wegbleiben. Dreckiger Dieb. Dass ich die eingelegten Zwiebeln gestohlen habe, ist ewig her. Ich werde meinen Bruder rufen. Nicht nötig, ich gehe. Ein Wunder, dass die Mongolen keins der Schwertdenkmäler zerstören. Was erwartet ihr denn? Hier ist Umugi. Tsushima? Klar. Aber sie wissen nicht, wer er ist. Vielleicht kennt man Adachi auch außerhalb Tsushimas. Wie sollten sie wissen, dass es seine Denkmäler sind? Ich weiß nicht. Sie bestehen aus robustem Stein. Und die Sockel wurden direkt...
Vulkans habe ich seit Wochen wieder einen vollen Bauch. Ich sollte zu Masako. Jin, hier drüben. Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Sie gehen. Ihnen nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. Er wird also am Strand sein? Den habe ich ihm als Treffpunkt genannt. Der Alte stimmte gleich zu. Will nicht, dass etwas herauskommt. Wie kannst du nach dieser Sache bloß schlafen? Da waren Kinder. Es war nicht meine Hand. Ich lieferte nur die Waffen. Feigling. Das heißt, Fürstin Masako hat überlebt. Die alte Frau? Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Ist etwas faul. Überlass mir das Reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Haben wir. Nein, Omura gehört mir. Erledigt den! Wir gewinnen! Weiß ich. Mal sehen. Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Ein Brief. Diese Nachricht trägt das Clanwappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nach zu urteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden, einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir. Grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nimmt mich schon zu Glück. Welche Wahl hat sie? Einen Mongolen heiraten? Yeah.
Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Yunshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlasst das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird er's. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Yunshin? Yunshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Was wollt ihr von Yunshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Yunshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Yunshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Yunshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Genug! Bastarde! Wir müssen Yunshin finden. Hier lang. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Runter! Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jin! Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Oh, hat ihr nicht mehr. Ich nehme die aus. Holt ihr den Mönch. Verstärkung. Seid ihr das?
Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Los. Ihr habt euer Wort. Ihr habt das Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Gab mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde.
Ihr vertraut mir noch. Shun Chen kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Yun Shin ist hier entlang. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Yun Shin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Yun Shin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Thank you.